Der Sinn, der sich aussprechen lässt, ist nicht der ewige Sinn. Der Name, der sich benennen lässt, ist nicht der ewige Name. Mit diesen eher rätselhaft anmutenden Sätzen beginnt das Tao Te Ching, der chinesische Klassiker des legendären Gelehrten Lao Tse, der vor 2000 Jahren im kaiserzeitlichen China gelebt haben soll. Das Tao Te Ching beschreibt in der Hauptsache, wie das Tao, Zentralbegriff des Seins, alle Erscheinungen durchwebt und Einfluss nimmt auf das menschliche Leben. Doch was ist eigentlich das Tao? Die Begriffsdefinition beginnt bereits im Titel. Wie ist der Titel Tao Te Ching oder Tao Te Ching korrekt zu übersetzen? Richard Wilhelm, der erste Übersetzer des Tao Te Ching ins Deutsche, ein deutscher Missionar in China, hat das Tao Te Ching zunächst als das Buch vom richtigen Weg übersetzt. Tao als Weg. Heutige Sinologen sehen die Begrifflichkeit etwas anders. Sie sagen, das Tao hieße übersetzt nicht der Weg, sondern vielmehr das Gesetz, der Sinn, das Weltgesetz, das kosmische Prinzip. Wo liegt der Unterschied? Und weshalb gibt es diesen philosophischen Begriffswandel? Ich möchte das kurz erklären. Der Begriff Weg bedeutet in der kontinentaleuropäischen Tradition der Philosophie, insbesondere der Mystik, etwas Zielhaftes. Ja, eine Art Mittel zum Zweck, mit Kant zu sprechen. Ein Weg in der Mystik, beispielsweise bei Johannes vom Kreuz, Teresa von Avila oder sehr prägnant bei Bonaventura, ein solcher mystischer Weg ist stets ein Weg zu Gott, ein zielhafter Weg. Ja, es geht beispielsweise bei Bonaventura in seinem Werk Das Itinerarium darum, einen stufenweisen Aufstieg der Seele zu Gott zu beschreiben. Der Weg dient hier als Großmetapher für eine Selbsterkenntnis, die sich in bestimmten Stufen oder Graden vollzieht und die zielhaft ausgerichtet ist auf die als göttlich apostrophierte Quelle des Seienden. Ja. Der Weg ist also in der Mystik, in der christlichen Mystik und in der kontinentaleuropäischen Tradition oft die zielhafte Direktion auf eine bestimmte Destination hin, sei diese nun außerweltlicher Natur wie Gott oder ein metaphysischer Seinsgrund oder auch ganz empirisch ein bestimmtes reales Ziel in unserer Alltagswahrnehmung. Von einem solchen Weg ist jedoch nicht die Rede, wenn wir uns das Tao Te Ching ansehen und den Zentralbegriff des Daos. In diesem Sinn ist Tao nicht gemeint. Das Tao ist nicht der Weg zu etwas hin, sondern vielmehr der Weg an sich. Das Tao bezeichnet eine Art inhärenten Sinn, ein Weltgesetz, welches allen Erscheinungen zuteil wird und in ständiger Verwobenheit mit der Wandelbarkeit des Seienden und seinen vielen Erscheinungsformen sich immer wieder gestaltwandlerisch verwirklicht, welches das Sein als Werden und Vergehen wie ein endloses Rad antreibt durch die Wandlungsfähigkeit der sichtbaren Erscheinungen hindurch. Das Tao ist gleichsam das wirkende Weltgesetz, das unbewegte Sein hinter dem bewegten, wandelbaren und stets in Wandlung begriffenen Seienden. Das Tao ist der Urgrund der Dinge und so wird das Tao auch im Tao Te Ching beschrieben. Es heißt dort, das Tao ist die Heimat aller Dinge, somit auch des Menschen. Das Tao zeugt, nährt, gebiert und lässt auch auf die negative Seite des Seins kommen, in der Zerstörung, im sogenannten Tod, um wieder neues Leben aufblühen zu lassen. Wir sehen das Tao als das Schwungrad des Werdens und Vergehens. Insofern ist die Übersetzung des Tao Te Ching als das Buch vom Werden und Vergehen beziehungsweise das Buch vom Sinn und vom Leben sehr viel näher am tatsächlichen philologischen und philosophischen Gehalt
als die etwas oberflächliche Übersetzung und missverständliche Übersetzung des Tao Te Chings als des Buches vom Weg oder vom rechten Weg. Es geht nicht um Belehrungen, es geht nicht um Tugendgründe, es geht nicht um Ethik, nicht in letzter Konsequenz. Es geht darum, dass das allen Seienden inhärente Weltgesetz auch im menschlichen Leben eine Rolle hat und haben muss und dass der Mensch am besten in Harmonie mit dem Tao, mit dem Sinn lebt. Im Übrigen findet sich der berühmte Satz, ein Weg von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt, nicht im Tao Te Ching, obwohl er häufig dem Gelehrten Lao Tse zugeschrieben wird. Im Tao Te Ching steht vielmehr, auch ein Weg von 1000 Meilen beginnt hier unter unseren Füßen. Und das ist ein großer, nicht nur begrifflicher Unterschied. Das Tao will darstellen, dass wir nicht irgendwo ankommen müssen, sondern vielmehr, dass wir schon längst da sind.